Leute verdrehen auf diese Verse und denken, ja, Auge um Auge und Zahn um Zahn, ach, das ist so furchtbar und das ist jetzt abgeschafft. Jetzt ist alles so viel besser geworden, weil Jesus sagt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen und jetzt müssen wir alle Pazifisten sein und uns einfach töten lassen und niemals Waffengewalt anwenden, um uns einfach nur selbst zu verteidigen. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein. Was lehrt die Bibel hier wirklich? Offensichtlich wurde diese gute biblische Lehre, Auge um Auge und Zahn um Zahn, pervertiert von manchen Leuten. Und dazu verwendet, einfach Selbstjustiz anzuwenden. So nach dem Motto, ja, die hat mich geschlagen, dann schlage ich halt zurück. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt natürlich. Die Bibel lehrt gerade im Zusammenhang dieses Verses, Auge um Auge und Zahn um Zahn, wenn wir das im Alten Testament nachschlagen, das Gegenteil von Selbstjustiz. Lies diesen Vers nach, und zwar 2. Mose 21, Vers 24. Im unmittelbaren Kontext davor werden Richter erwähnt. Es werden Richter erwähnt im unmittelbaren Kontext. Also keine Selbstjustiz. Die Bibel lehrt in diesem Vers keine Selbstjustiz, dass du das Gesetz in deine eigene Hand nimmst und dich einfach selbst rächst. Das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Achte darauf, was Jesus hier für ein Beispiel gibt in Vers 39. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Was ist das Beispiel? Das Beispiel ist ganz einfach eine Backpfeife. Eine Backpfeife ist keine Körperverletzung. Eine Backpfeife ist keine Straftat. Das fällt gar nicht in den Bereich von Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wir sollen eben, wenn jemand uns so eine Lappalie antut, dann sollen wir nicht denken, ja, Auge um Auge und Zahn um Zahn, jetzt schlage ich zurück. Nein, falsch. Sondern wir sollen einfach die andere Backe hinhalten. Nicht nur einfach aushalten, sondern Jesus setzt einen sehr hohen Standard wieder. Wir sollen auch die andere Backe hinhalten. Hier, die andere auch. So nach dem Motto. Und das ist deine Entscheidung, die du treffen musst als Christ. Ich halte einfach die andere Backe hin. Aber lehren diese Verse, dass wir uns töten lassen müssen, dass wir uns gar nicht wehren dürfen, lehren diese Verse, dass wir uns ein Auge ausschlagen sollen und Zähne ausschlagen lassen sollen? Ist das, was hier steht? Nein. Ich meine, lies, was die Bibel sagt. Erfinde nicht irgendwas dazu. Erfinde nicht oder lies nicht deinen bescheuerten Hippie-Pazifismus rein in die Bibel. Die Bibel gibt hier ein Beispiel von einer Lappalie, dass dich jemand schlägt auf deine Backe. Und solche Lappalien solltest du ganz einfach ignorieren, ganz einfach ertragen. Und ich spreche das deswegen an, weil es eben diese Leute gibt, die denken, dass Jesus Pazifist gewesen sei. Aber warte mal, Jesus hat gesagt, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also wenn du kein Geld hast, dann verkaufe sogar deine Kleider, um ein Schwert zu kaufen. Das war Jesu Empfehlung an seine Jünger, dass sie ein Schwert kaufen sollten. Wo ist ein Schwert da? Sie sollten es natürlich nicht dazu verwenden, um anzugreifen, das ist nicht, was die Bibel lehrt, sondern um sich selbst zu verteidigen, wenn sie in Lebensgefahr sind. Aber wenn wir nicht in Lebensgefahr sind, wenn uns jemand einfach nur schlägt und sonst nichts passiert, dann halte es einfach aus, dann ertrage es und liebe deinen Nächsten. Und das ist aber eben nichts Neues im Neuen Testament. Das, was wir hier lesen, ist nichts Neues, was sich irgendwie geändert hat im Neuen Testament. Denn ich könnte dir auch einen Vers im Alten Testament zeigen, wo es sinngemäß darum geht, seine Backe hinzuhalten. Kann ich dir gerne zeigen. Also Jesus konkretisiert hier eigentlich nur das Gesetz. Er bestätigt das Gesetz. Das ist das, was das Gesetz sagt. Das gilt natürlich. Und er konkretisiert das. Und stellt klar, hey, es geht hier nicht um Selbstjustiz, dass du das Gesetz in deine eigene Hand nimmst. Und das erfahren wir aber eben auch aus dem Alten Testament, wo wir eben im Kontext von Auge um Auge und Zahn um Zahn lesen, dass es natürlich Richter geben sollte. Das war Gottes perfekte Idee der Regierung, ein System von Richtern. Israel wollte natürlich einen König, dann hat Gott gesagt, dann bekommt ihr eben euren König. Aber die eigentliche Regierung, die sich Gott ausgedacht hat, war eine Regierung von Richtern. Also natürlich gibt es Staatsgewalt, die dafür verantwortlich ist, Übeltäter zu bestrafen, auch im Neuen Testament. Das ist eben, was diese Pseudo-Pazifisten-Christen nicht wahrhaben wollen, dass es auch im Neuen Testament beispielsweise die Todesstrafe gibt. Denn die Bibel lehrt in Römer Kapitel 13 über höhere Mächte, über die Obrigkeit, dass sie das Schwert nicht umsonst trägt. Gottes Dienerin ist sie eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Ungefähr zitiert. Also wozu ist ein Schwert da? Möglicherweise zum Töten. Also natürlich gibt es auch Todesstrafe im Neuen Testament. Aber das soll natürlich ausgeführt werden durch höhere Mächte, durch Autoritäten. Hat Jesus einfach Strafen des Alten Testaments aufgehoben? Nein. Denn die Bibel lehrt auch im Neuen Testament, dass es natürlich Autoritäten gibt, die möglicherweise auch die Todesstrafe umsetzen. Das ist eindeutig, was die Bibel lehrt. Also Auge um Auge und Zahn um Zahn ist nicht aufgehoben. Aber wenn es um Lappalien geht, dass uns jemand schlägt oder dass uns jemand ein Hemd nehmen will, dann sollen wir das einfach sein lassen, einfach ignorieren, einfach aushalten, sogar die andere Backe hinhalten und sogar einen Mantel geben. Wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will,
dem lass auch deinen Mantel. Du willst mein Hemd haben, weißt du was? Ich gebe dir auch meinen Mantel. Und warum sollen wir das tun? Weil wir dann ganz einfach Ruhe und Frieden haben. Und weil wir uns dann um wichtigere Dinge kümmern können. Fang nicht einen Rechtsstreit an wegen eines Hemdes. Aber wenn es eine tatsächliche Straftat wäre, etwas wirklich Sinnvolles, meine ich, ja. Es ist nicht einfach nur ein Hemd oder so. Wenn es wirklich etwas Schwerwiegendes wäre, schwerwiegende Körperverletzung, natürlich sollten sich Autoritäten darum kümmern, dass derjenige der Straftäter bestraft wird. Auch im Neuen Testament.